Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen News-Video zu Europa Universalis 4. Und zwar war ja letztes Jahr schon die Sache mit EU 4 nach dem Release des letzten DLCs, der relativ fehlerbehaftet war, dass da gesagt wurde, okay, wir werden jetzt erstmal in Zukunft keine DLCs mehr releasen, wir wollen mehr am Spiel arbeiten, wir wollen Bugfixes betreiben, wir wollen bestehenden Content überarbeiten und reworken. Und ja, da hat man jetzt hier quasi gesagt, man hat es geschafft, die Bugs in den letzten Monaten massiv zu verringern. Also man hat, oder man ist relativ zufrieden mit dem Spiel, wie es jetzt aktuell ist. Es soll aber noch weiter ausgebaut werden. Also man möchte weiter die Bugs reduzieren, man möchte weiter sich darauf fokussieren, das Spielerlebnis zu verbessern, den bestehenden Content zu erweitern auch. Also das, was wir jetzt aktuell im Spiel haben, zu überarbeiten. Auch die DLC-Features nochmal zu überarbeiten. Wie ich zum Beispiel jetzt auch mit den letzten DLC gemacht habe, wo man dann im Laufe der letzten Monate auch noch die, zum Beispiel die Provinzentwicklung oder die, das Plündern von Entwicklung, hat man nochmal ein paar Änderungen vorgenommen. Das soll es jetzt hier in Zukunft auch weiterhin geben. Außerdem möchte man mehr Missionen, man möchte mehr Musik integrieren, da auch quasi weiter die Wiederspielbarkeit von Nationen erhöhen. Zum Beispiel auch mal andere Nationen in Europa oder Afrika, dass die auch eigenen Content bekommen. Und was man auch möchte, ist, dass die Bezahlfeatures, also quasi, dass, wenn man DLCs kauft, dass die stärker getrennt sind von Ingame-Inhalten. Zum Beispiel nicht so getrennt sind die Sachen mit der Provinzentwicklung. Da gibt es ja quasi bei der Provinzentwicklung Sachen, die kannst du nur mit dem DLC machen. Und dann gibt es Sachen, die kannst du immer machen. Da möchte man in Zukunft so, dass es wirklich ist, okay, entweder man kauft das, man kann damit alles nutzen, oder man kauft es nicht und kann es nicht nutzen. Das muss man dann genau gucken, wie das Ganze dann überein hergehen wird. Außerdem sagt man ganz klar, man möchte auch in nächster Zeit die Ideen nochmal überarbeiten. Die Ideen sind so eine Sache, da gibt es ein paar, die sind total langweilig. Zum Beispiel die Nebel-Ideen nutzt eigentlich fast gar keiner und sowas. Spionage-Ideen nutzt eigentlich auch keiner. Die sollen in Zukunft weiter überarbeitet werden. Die möchte man interessanter gestalten. Das ist an sich eine coole Sache, weil da gibt es bis jetzt immer das Gleiche. Da nimmt eigentlich immer jeder das Gleiche und dann das Ganze ein bisschen auszubauen, ein bisschen zu reworken, könnte sicherlich eine coole Sache sein. Außerdem sagt man auch, man möchte weiter die Performance verbessern vom Spiel, dass es flüssiger läuft, dass es schneller läuft und auch die KI soll weiter verbessert werden. Also KI-Verbesserungen sind ebenfalls in Arbeit, die sollen in Kämpfen, in Schlachten, bei Belagerungen aktiver und klüger handeln, mit verbündeten Armeen zusammen besser handeln. Da muss man natürlich gucken, ob wie das dann sich umsetzt im Spiel und wie das Ganze dann laufen wird, wenn es dann soweit ist. Ansonsten, neuer Content wird es in Zukunft trotzdem erstmal nicht geben, tatsächlich. Also man möchte weiterhin erstmal das Spiel improven, das ist besser. Und bestehende Features ausbauen, das sind so die Hauptziele, wobei man auch ganz klar sagt, dass nichts ausgeschlossen ist, was in Zukunft so kommen könnte. Natürlich interessant ist so zu lesen, dass man tatsächlich auch wirklich so viel Energie reinsteckt in EU5. Also man kann wirklich sagen, die sind hier komplett drinne. Das kann jetzt zwei Gründe haben. Grund 1 ist, man versucht wirklich das Spiel auf den modernsten Stand zu bringen, um dann weitere Updates zu bringen, weitere DLCs. Möglichkeit 2, man möchte das Spiel möglichst sauber haben, man möchte das in einem perfekten Zustand haben, um dann Europa Universalis 5 irgendwann angehen zu können oder releasen zu können. Das sind jetzt die zwei Gründe, weil ein Spiel, welches in einem verbuggten Zustand beendet wird, hat sicherlich nicht den besten Ruf oder wirft ein schlechtes Licht auf Nachfolgeprojekte. Aber wenn man natürlich dann auf der anderen Seite sagt, das ist ein perfektes Spiel, keine Bugs, Features sind alle super ausgearbeitet, dann ist es natürlich ein Kaufgrund für das nächste Spiel und dürfte auch viele Leute dann animieren, weiterhin auch die Serie zu begleiten. Auf der anderen Seite kann es auch wirklich einfach sein, dass man EU5 nicht mal in Entwicklung hat aktuell, dass man Victoria 3 hat, sich dann vielleicht sogar Hearts of Iron 5 zuwendet, wer weiß, oder ein komplett neues Spiel, oder Imperator Rome wird wiederbelebt. Möglichkeiten gäbe es genug, auch Stellaris könnte natürlich Nachfolge halten, oder halt auch ein komplett neues Spiel aus dem Bereich der Grand Strategy. Da gäbe es ja dann auch immer noch Bereiche, die nicht abgedeckt wurden. Der Erste Weltkrieg zum Beispiel, 30-jähriger Krieg, also quasi bestimmte Zeitlinien, die man nochmal ein bisschen weiter ausarbeiten könnte, wo man nochmal eigenständige Spiele zu machen könnte. 100-jähriger Krieg, ich meine, das ist alles mit den EU4 ein bisschen angeschnitten, aber da könnte man natürlich dann auch eigene Spiele zu machen. Zum Beispiel wäre es auch bestimmt total interessant, ein Spiel zu den Rosenkrieg in England zu haben, wäre bestimmt auch mal total interessant.
ja, Möglichkeiten gäbe es immer viele, amerikanische Bürgerkrieg, wobei das wahrscheinlich relativ wenig Content geben würde in so einem Fall. Deswegen denke ich sogar, dass ein Spiel in einer dieser Zeitlinien wahrscheinlich nicht so interessant wäre. Aber sowas wie europäische Zeitlinie von, ja gut, wobei da denkt man auch schon mit Victoria 3 ab, wenn man sagt, mit Victoria 2 und sagt nach EU4, so ein richtiges, also ein Hearts of Iron 5 im Ersten Weltkrieg würde sich bestimmt auch viele Leute kaufen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, womit Paradox jetzt noch kommt. Man hatte die meisten Zeitlinien abgedeckt. Mein richtiges Spiel in der römischen Zeit hat man mit Imperator Rome. Da würde man sich wünschen, dass es nochmal wieder aufgenommen wird, aber man weiß nicht. Aktuell, was nach Victoria 3 kommt, steht eigentlich komplett in den Sternen. Von der Logik her müsste Europa Universalis 5 sein, aber wenn man sich die Entwicklung hier anschaut und was hier geplant ist und was man machen möchte in EU4, wirft das jetzt auch nicht direkt Zeichen darauf, dass man jetzt aktuell schon an EU5 arbeitet. Aber man weiß es nicht. Denn Geheimniskrämerei ist gang und gäbe im Genre. Und wir sind einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich finde es auf alle Fälle super, dass es hier so weitergeht mit EU4. Dass man daran arbeitet, dass man Verbesserungen machen will. Ich finde, EU4 ist jetzt aktuell Stand heute eigentlich das beste Spiel, was Paradox derzeit in aktiver Entwicklung hat. Und das beinhaltet CK3, das beinhaltet HOI 4. Und Victoria 3 können wir aktuell nicht zu sagen. Stellaris gibt es natürlich auch noch, was das auch noch mit beinhaltet. Da muss ich wirklich sagen, von den Spielen ist aktuell EU4 einfach das rundeste, das beste, das mit der meisten Abwechslung. Das, was sich am interessantesten spielt und was auch jedes Mal wieder anders spielen kannst. Und jede Zone, jede Region spielt sich anders. Jede Religion hat wieder unterschiedliche Spielweisen. Und das finde ich eben so cool an EU4. Und deswegen ist EU4 aktuell auch völlig zu Recht mein Lieblingsspiel, wie ich finde. Aber wir gucken, wie es weitergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ihr mehr sehen wollt, immer gerne abonnieren. Auch gerne Twitch checken für interessante Livestreams. Alle wichtigen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein. Tschüss.